wird hier unvergessen bleiben. Den Klimaschutz vor Augen beraten internationale Experten heute beim Umweltbundesamt, wie man Unternehmer dazu bringen könnte, mehr Öko-Innovationen zu wagen. Weil viele Firmenchefs skeptisch sind, was die Energiewende betrifft, wenn sie den Förderprogrammen der Politiker nicht mehr vertrauen können wegen zu oft geänderter Rahmenbedingungen. Trotzdem will natürlich jeder möglichst kostengünstig und energiesparend produzieren. Also setzen sie auf eigene Ideen. Not macht erfinderisch. Gut, wenn die Umwelt auch was davon hat. Seit 2 Jahren regt er sich nur noch auf. Seit der Energiewende kann man sich als Unternehmer auf nichts mehr verlassen, sagt Stefan Jung, Ziegelbauer aus Rheinhessen. Die ständigen Änderungen bei den Energiekosten belasten das 150-jährige Familienunternehmen. Sehen Sie, das ist genau das, was ich meine. Heute Morgen gucke ich mir die E-Mails an. Da steht neue Information, Netzentgeltbefreiung nach § 19, bla bla bla, Netzentgeltverordnung. Da geht es wiederum komplett neue Geschichten. Wir haben das schon geplant. Jetzt gibt es wieder etwas Neues. Wahrscheinlich. Der moderne Familienbetrieb stellt Ziegel her, die Tongrube nebenan. Die ganze Produktion, auch im Werk. Das Formen, Trocknen und Brennen verschlingt Unmengen Energie. Das Unternehmen soll aber nach dem Willen der Politik noch effizienter werden bei steigenden Energiekosten. Das treibt den Chef um. Es ist Furcht, es ist Zorn, es ist auch ein Stück weit Hilflosigkeit, weil hier andere Politiker über dein Unternehmen entscheiden. Wir sind wirtschaftlich, wir verdienen Geld mit unserer eigenen Kraft. Nur dieses Ertrag, den wir erwirtschaften, droht wirklich auf dem Altar der Energieeffizienz und CO2-Reduktion und vernichtet zu werden. Stefan Jung ist dabei mit seiner Firma kein Einzelfall. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat dazu jüngst eine Umfrage unter den deutschen Betrieben gemacht. Danach sehen die meisten die Energiewende skeptisch. Doch überraschenderweise führt ausgerechnet die Unsicherheit zu einem Innovationsboom. In dieser Umfrage haben wir festgestellt, dass etwa 70% der Unternehmen massiv im Bereich der Energieeffizienz unterwegs sind. Das ist einerseits, weil sie unter Druck stehen natürlich, weil sie sagen, wir müssen auch hinsichtlich der Preisentwicklung was tun. Andererseits aber auch, weil sie neue Märkte sehen. Auch Stefan Jung wird zum Musterbeispiel wider Willen. Nach ein paar schwierigen Jahren hatte er nicht vor, jetzt schon wieder große Investitionen zu machen. Doch er will sich unabhängig machen von den schwankenden Energiekosten. Er plant eine 10 Millionen Euro teure neue Produktionsanlage, die es weltweit so noch nicht gibt. Ja, seit Wochen telefonieren wir uns wund, was unsere Anlagenbauer betrifft. Wir betreten hier nämlich mit unserer hocheffizienten Ziegelproduktion wirkliches Neuland. Wir planen 25-30% Einsparung mit ganz neuer Technik. Und das ist auch ein großes betriebswirtschaftliches Risiko. Wir wagen es aber. Während der Ausbau der erneuerbaren Energien selbst stockt, findet die unfreiwillige Energiewende in den Unternehmen längst statt.